ist viel mit Text zu tun, ist eine harte Partie, ist wirklich eine harte Partie, aber eine tolle Partie auch. Also es ist spielerisch auch sehr facettenreich. Also es hat die Aminta ist eher eine stille Frau eigentlich, eine schweigsame Frau. Und sie wird sich maskieren oder sie wird zu Bösewicht eigentlich, um ihre Ehe zu retten und ihren Mann zu retten. Richard Strauss ist sehr an der Sprache gebunden, an die Worten, also das Gedicht zu präsentieren. Und das ist, finde ich, sehr interessant, immer sehr schön auch. Für mich als Ausländerin, auch nicht als deutschsprachiger Native, das ist wirklich immer eine Herausforderung. Aber ich finde das sehr interessant. Also ich liebe Herausforderungen sowieso. Sehr theatralisch, vielleicht einer der theatralischen auch am Strauss. Es ist viel Parlato auch, also viel diese Sachen, die auch gesprochen werden. Und als Schauspieler natürlich ist man sehr gefordert, wirklich sich zu präsentieren und viele Facetten zu präsentieren auch. Also meine Lieblingsoper überhaupt ist Rosenkavalier. Ich finde, das ist eine traumhafte, das ist mein Geschmack. Also ich finde, da sind so viele Emotionen und so vieles drin. Ich finde das hervorragend.